Hi ihr Lieben und willkommen zurück zum Minecraft Story Mode. Ja, in der letzten Folge sind wir ja geflüchtet, mal wieder auf ein paar Pferden diesmal, in Richtung eines fernen Landes oder so ähnlich. Wir sind jetzt, glaube ich, angekommen oder kurz davor. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, an der Stelle waren wir schon. Nee, doch nicht. Mein rear end ist profound sore. Yeah. Seems like we've been riding forever. I am telling you, we cannot go to the far lands. They're not just the edge of our world, but the limits of our comprehension. Oh, please. The far lands are a happy accident. Nature's way of keeping life interesting. No, no, no. They are perilous and unpredictable. Perlin noise, floating points. These are not matters to be toyed with. Wir sagen mal, ziemlich cool. Wir sind ja ein bisschen masochistisch. They sound cool. See? Jesse thinks the far lands are cool. Oh Gott, jetzt haben wir uns auf die Seite von dem Vollpfosten gedrängt gerade. Logic gives way to chaos. They're a dangerous place to visit and a ridiculous place. Aber wo kann man sicherer sein als am gefährlichen Ort, ne? Also ich glaube noch gefährlicher als am Witherstorm oder 3, 2, egal. No, I'm too hungry to care. No kidding. I'm starving. Ach stimmt, jetzt machen wir ja die Rast. Das hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Folge schon. Entschuldigung, jetzt bin ich an mein Mikro gekommen. Genau, wir machen jetzt Pause. Und wir sehen uns mal oben. Vielleicht finden wir ja hier was. Wir sehen gerade, haben wir immer noch die Rüstung von Elgard an. Okay, wäre auch ein bisschen blöd, wenn wir die schon wieder ausziehen. Dann gucken wir mal, ob wir was finden hier zu essen. Sumpfland ist nichts zu essen, aber wir klicken mal trotzdem dran. Los. Super. Man kann ja hier eh fast nur geradeaus laufen. Mal gucken, ob wir irgendwas finden. Ach, hier ist was zu essen. Eine Kartoffel. Das ist ja gemein, die könnte ich jetzt wegessen. Nee, wir nehmen sie mit. Potato? You're coming with me. Potato, you come. Aber das wird doch nicht für alle reichen. Hallo. Mal gucken, ob wir noch was finden. Oh. Hier ist ein Haus. Ist ja ein bisschen scheiße, weil wir hier die Kartoffeln klauen, oder? Also, manche von euch wissen ja, dass ich polnische Wurzeln habe, aber. Das ist gerade das Spiel. Das bin nicht ich. Und das heißt ja nicht, dass jeder Polen klaut. Have you found any food? I should probably take what I have back to the group. Ja, aber ich will in diese Hütte da. Die wurde mich. Wir gehen doch nicht zurück. Hexenhütte, na prickelnd. Wir gehen da erstmal hin. Zur Not schmeißen wir die Kartoffeln der Hexe an den Kopf oder so. Keine Ahnung. Oh Gott, meine Güte. Nothing good ever happens when witches are involved. Look. A cake. That's enough to feed everyone. Warum erinnert mich das so an Hänsel und Gretel? Witches hate trespassers. Besides, there are plenty of potatoes around. Is that a witch? Oh Gott. Jesse, we shouldn't be here. Witches are very. Obwohl, ich will den Kuchen. Ich hol den Kuchen. Hallo? Ivor, I can't pass this up. I need you to watch. Scheiß auf die Hexe, hallo? Wir haben ja eh schon Kacke genug gebaut. Jetzt können wir den Kuchen auch noch klauen. Yummy, yummy, mach Platz da. Oh, halt die Klappe. Genau, wühlen wir mal ein bisschen rum hier. Die ist ja eh nicht da, die olle Hexe. Wow, Potion of Leaping. Cool. Na, wenn wir hier nicht reingegangen wären, hätten wir den jetzt nicht. Was haben wir hier noch schön? Das Kessel. Wonder what horrible stuff's been brewed in there. Oh. Gott. Oh. Scheiße, der hatte das. Oder die oder es hat es an die Torte geworfen, wie kacke. Ja, super, jetzt haben wir keinen Kuchen. Und der Feigling hat sich verdrückt, ich fasse es ja, da lässt er mich hier ganz alleine. Oh, scheiße. Oh, hat ihre Familie geholt, die Hexe. Und wir sind schuld, na prickelnd. Also, hätten wir nicht schon genug Scheiße gebaut? Oh. Nein, komm schon, wirklich.
ist mein Zaun eigentlich so leise? Genau, weg hier. Jetzt haben wir zwar keinen Kuchen, aber ein paar Kartoffeln. Er ist davon gelaufen, der Feigling. Curse that fool of a man. Come on. Guys, I think we lost him for... Okay. Wow. Mach Mund zu, zieht. For wow? What is that? Oh. Oh. Wow. Was ist das? It's like we're at the edge of the world. Actually, we seem to be at the corner of it. Welcome to the far lands, my friend. Okay. Sieht aber irgendwie scheiße aus, oder? I'd feel a lot better about going into this crazy wall thingy if I wasn't still hungry. But at least Jesse found those potatoes. That might be the saddest sentence ever uttered. Aber Kartoffeln sind immerhin, können wir daraus Chips backen, ja? Wenn wir einen Backofen hätten. Okay, Ofenkartoffeln. Skyward, in all its glory, like a monument to chaos itself. Soren, have you been here before? Not here specifically, but I have visited the Far Lands. The Order traveled far and wide during our heyday. Welche Blütezeit. You can say that again. Incredible. My fault. Should have seen that. Genau, wie kann dieser Trottel Eimer hier leben? I mean, it's one thing to build a wool world inside the end, but this? Oh, I doubt he lives here. He most likely comes here only for his most secretive research. Whatever Ivor is hiding in here, it will be extremely well guarded. Na, prickelnd. Jetzt hätten wir nicht Probleme schon genug. This way, I suspect. Yeah. I'd feel better about this if the rest of our group was with us. Come on. Oh Mann. Das ist wohl der einzige Weg, so wie es aussieht. Oh, eine Errungenschaft, yippie. Is this a maze? It would appear so. Oh, sag jetzt nicht, wir müssen durch das Labyrinth durch, und also selber. Ich bin da in sowas total schlecht. Why do I sense that entering this so-called maze would be a grave mistake? Ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Still knows Ivor. Fortunately, this seems to be the only way forward. There has to be another way. A secret door, or I don't know. Some way around. We followed Ivor to the Farlands. We might as well keep going. Okay, jetzt sind wir ihr wieder am Rücken gefallen. Into another dungeon of doom. Aber ich wollte jetzt nicht einen anderen Weg suchen. Bei uns bleibt ja anscheinend eh nichts anderes übrig. Na, gucken wir mal. Wie gesagt, ich bin total schlecht in, ne, in solchen Sachen hier. Einen Labyrinthen Weg zu finden. Aber ich wette mal, das wird ja wohl nicht so schwer sein. Bloß, ich versuche gerade zu rennen. Okay, wir können mit niemandem reden, so wie es scheint. Da hinten vielleicht. Geht's da lang? Oh! Was ist das? Wow, a stone waterfall? That's the craziest okay. thing I've ever seen. The far lands may be perilous, but they are indisputably fascinating. Naja, so faszinierend finde ich es gerade nicht. We should probably keep moving. Kann man damit stone was? Nee, können wir gucken. Huh? Only in the far lands. Sieht nicht aus wie ein Wasserfall, aber egal. Oh, Keys. Guys, looks like this is a Jesse. Oh, was geht denn hier ab? There's too many. We can't fight them all. Everyone back. Jetzt werden wir noch getrennt oder was? So eine Scheiße aber auch. Oh, komm schon. Guys, climb the vines. Ja, super. Ich dachte, ich kann jetzt nach links oder rechts drücken. Es war wirklich nur nach oben, gerade die Taste. That worked, I suppose. Yeah, I guess. Super. But now what do we do? We're all separated.
Naja, verstreut ja nicht wirklich, wir sind nur geteilt. Sure hope they don't get lost in there. Oder wir? I hope I don't get lost in there. Genau. Na prickelnd, ich hasse das. Kann man da rüberhüpfen? Hey, that must be Ivor's lab. Wish it was a little closer. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Komm, wir rennen mal. Also, rennen. Da ist irgendwas zum Rüberklettern, oder? Eine fliegende Insel. Aha. Fliegt die uns jetzt drüber? Nein. I think it's safe to say the Farlands are strange. Wäre schon geil, aber nein. Mann, was haben wir hier? Okay, bringt uns auch nichts. Dann gehen wir da lang. Ja, Läufer schneller. Los, Hobby. Oh, scheiße, da geht's nicht weiter, glaube ich. Na, prickelnd. Und wieder zurück. Wie gesagt, ich bin total scheiße in Labyrinth. Im Labyrinth laufen? Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich jetzt langlaufen soll. Weil hier geht's ja auch nicht weiter. Och nö. Hier wahrscheinlich. Führt der Weg doch wieder zurück. Das Geile ist, sind hier überall Fackeln. Läuft da eine Spinne? Da links war doch gerade eine Spinne, oder? Egal. Das ist doch genau die entgegengesetzte Richtung. Und hier war eben eine Spinne, meiner Meinung nach. Also ich habe da eben was gesehen. Ah, da ist wieder eine Fackel. Ist ja total aufregend. Was erzähle ich euch denn so lange? Habe ich schon erwähnt, dass ich total schlecht im Labyrinth zurechtfinde? Sag ich doch, das ist eine Spinne. Oh. Komm aufs Maul. Also nicht wundern, ich klopfe wirklich auf der Tastatur. Scheiß Spinne. Arschloch. So, Entschuldigung. Oh. Wir haben keine Waffen mehr. Doch, einen Bogen haben wir noch. Und ein Feuerzeug zünden wir zur Not an. Und wir haben ja noch den Sprungkrafttrank, fällt mir gerade ein, aber den werden wir bestimmt auch gleich brauchen. Weil hier führt wieder kein Weg lang. Mann, ey. Hier ist wieder eine Fackel. Aber ich glaube nicht, dass es uns weiterhilft. Ey, es gibt's. Ey, ich fasse es ja, die sind ja schon da unten. Habt ihr das gesehen? Ey, wie geht das denn? Wollt ihr mich verscheißern? Wie sind die da runter? Schon in den richtigen Weg? Die haben den richtigen Weg gefunden. Ich fasse es ja. Ich laufe hier oben rum und verlauf mich. Mann. Ich bin schon wieder ganz weit weg. Boah, Leute. Helft mir. Helft mich. Komisch. Jetzt ist das Inventar auch. Inventar, ja. Inventar auch wieder da. Inventar auch wieder da. Ah, cool. Da. Die beiden. Oh nein, die Rache der Hexe. Scheiße. Nein. Oh fuck, hab nicht aufgepasst. Warum kann ich da nicht schießen? Ich hab sie getroffen. Jetzt sind meine ganzen Pfeile weg. Wie scheiße ist das denn bitte? Als wäre das nicht schon doof genug, ja? Hier war ich doch schon, oder? Wir werden nie dahin finden. Okay, Sackgasse. Nee, keine Ahnung. War ich hier schon? Boah, ist das nervig. Ich glaube, hier waren wir schon. Nee, warte mal, da geht's lang. Ich glaube, das sieht gut aus. Die Hexe hat ja, ne, das ist ja der Hammer, dass sie hierher gefunden hat. Aber ich glaube, das ist ein guter Weg. Ah, das sieht gut aus. Jetzt haben wir den Orb. Ich dachte jetzt, irre Kinder, 3 Stunden rum. Na, los, lauf. Aber irgendwie zoomt die Kamera nicht mehr ran.
Nee, da ist doch wieder Sackgasse, oder? Doch nicht. Oh, Schleimbälle, also Schleimblöcke. Da platschen wir jetzt drauf, so. Cool, wir haben es geschafft. Ich glaube, hier kann man Erfolg erringen, wenn man irgendwas baut. Wenn es das ist, was ich gelesen habe. Aber was sollte ich bauen? Und ein Schleimball. Oh, scheiße. Redstone-Staub? Okay. Redstone-Maschine. Wir gucken mal, ob wir irgendwas basteln können, aber ich glaube nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwas ging. Warum vor allem nur Staub? Jetzt haben wir einen Redstone-Block. Ja, aber ich habe noch nicht viel mit Redstone gebaut, Mädel. Vor allem, na egal. Dann gucken wir mal Redstone-Maschine. Redstone Blocks, some Pistons. Oh nee, ich bin da total schlecht in sowas. Hello? Anyone? Olivia, is that you? Jesse, there you are. I thought I'd never find you. All those dead ends back there. Genau, ich freue mich, sie zu sehen. Ein bisschen einschleimen wieder, weil wir sie ja, ne? Ruben and I would be lost in here forever. This maze? We don't have time for this. Naja, wir müssen jetzt erstmal darüber kommen. Who even knows where the others are by now? I mean, the clock's ticking here, Jesse. Yet we're lost in some elaborate puzzle. Genau, wir müssen die anderen finden, weil es sind ja unsere Freunde. Wir haben ja schon hier noch immer die im Stich gelassen. I wonder if they found some other way across this gaping bottomless pit. Ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl, dass wir uns da drüber schießen müssen mit den Schleimblöcken da. So eine Scheiße. What about this thing? Could it get us across? It's some kind of flying barge. Ja, super. Oh, Entschuldigung, das war mein Handy. Ich denke mal, das machen wir auch in der nächsten Folge, weil, ja. Danke wieder fürs Zuschauen. Mal gucken, ob wir da rüberkommen. Denn ich habe noch keine Erfahrung mit Redstone, aber dadurch, dass es ja nicht so schwierig jetzt mit in dem Spiel ist, werde ich das hoffentlich hinbekommen. Bis zum nächsten Mal. Eure Sandy. Ciao.